Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Reading für die Dreiecksbeziehungen. Das haben wir jetzt lange nicht gemacht, aber heute Morgen bei meinem Tagesimpuls auf Facebook und Instagram fiel wirklich aus dem Lenormand buchstäblich ein Mann ins Kartenblatt, der sich zwischen zwei Frauen entscheiden muss. Da ging es tatsächlich explizit um eine Dreiecksverbindung und das hat mich inspiriert. Es ist ja nicht Zufall, mal wieder dieses Reading zu machen und wir holen uns dazu den lieben Micha ins Boot. Der hat mitgemacht. Wir werden das Reading mal wieder zu zweit machen. Ja, vielleicht steckst du ja selber in einer Dreiecksverbindung oder aber du bist gerade dabei, dich daraus zu lösen oder hast das schon getan, dann könnte es für dich interessant sein, welche Energien hier jetzt so kurz vor diesem emotionalen Fischevollmond in diesen Beziehungen herrschen. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben mal die männliche Hauptperson hier aus dem Epic-Light-Lenormand herausgelegt und die beiden Hauptpersonen weiblicher Art. Das hier bist du und das ist die bestehende Partnerin. Jetzt kann es natürlich sein, dass du als Mann schaust, vielleicht steckst du ja in einer Dreiecksverbindung mit einer Frau, die noch in einer Beziehung ist. Dann denk dir das bitte andersrum, dann wäre das hier deine Herzensdame, das wärst du und das wäre der Beziehungspartner, der momentan noch an ihrer Seite ist. Ja, Micha hat dann aus dem Gilded Reverie Lenormand jeweils eine Hauptenergie und vier Klärungskarten herausgemischt mit der Frage, wie denkt und fühlt denn jetzt eigentlich er über dich und was geht gerade in der bestehenden Beziehung ab? Ja, also wie sind da die Gedanken und Gefühle in die Richtung der Partnerin? Und ich habe dann aus dem Mondnacht Lenormand, weil man schon gesehen hat, ja, ihr seht den Mond hier schon, dass sich hier schon ein bisschen bewahrheitet, was ich wahrgenommen habe, schon für diesen Fische-Vollmond, der wird sehr emotional und da fällt es vor allem den Kopfmenschen ziemlich schwer, ihre Gefühle unter Verschluss zu halten. Das hat sich hier schon ein bisschen gezeigt. Deswegen habe ich noch drei Karten jeweils herausgemischt aus dem Mondnacht-Lenormand mit der Frage, was ist ihm denn jetzt eigentlich in Bezug auf dich und in Bezug auf seine Partnerin aktuell gar nicht bewusst. Und das finde ich sehr, sehr schön und treffend, dass hier sich das Herz an der Unterseite des Decks gezeigt hat. Ja, dann aus dem Human Dreams Lenormand habe ich noch drei Karten herausgemischt mit der Frage nach den Gedanken und Gefühlen der Partnerin. Ja, was könnte in ihr derzeit vorgehen? Und ihr wisst wie immer, keine Legung ohne Tarotkarten. Aus dem Tarot gibt es dann noch für alle drei beteiligten Personen einen Impuls, jeweils zwei Karten für die Aufgaben, die jetzt in spiritueller Hinsicht für alle drei Personen anstehen. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Reading empfindet. Ich finde die Impulse, wie gesagt, sehr passend zu dieser Woche, zu dieser Portaltagsreihe und der sich einschwingenden Vollmondenergie. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr findet den Link dazu hier in der Infobox, entweder zu unserer Website oder zu Vimeo. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Tschüss.